Gut, Thema heute Interferenz. Interferenz kommt von den Worten inter, also zwischen. Und ich glaube, das hat irgendwas mit Französisch zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausspreche, richtig ausspreche. Ich spreche es mal so, wie es da steht. Ferirere. Franzosen werden es wahrscheinlich können. Das bedeutet übersetzt sich gegenseitig schlagen. Und es geht tatsächlich beim, wir sind ja bei Wellen. Die Definition könnte man ganz kurz machen. Das ist das, die Interferenz ist also die Amplitudenänderung. Bei Überlagerung von Wellen. Mindestens zwei natürlich, ne? Sonst geht es nicht. Nur eine einzelne Welle geht nicht. Diese zwei Wellen, die können durchaus so entstanden sein. Ich habe hier ein pulsierendes Gerät und das erzeugt meinetwegen Wasserwellen und jetzt habe ich hier eine feste Wand. Die Wasserwellen werden hier reflektiert und schon habe ich zwei Wellen und die werden sich dadurch überlagern. Sowas zum Beispiel. Pardon. Ich möchte es mal in diesem Fall ganz kurz machen. Also wir müssen nochmal auf zwei verschiedene Begriffe gehen. Und zwar ist das die sogenannte konstruktive und die destruktive Interferenz. Konstruktiv heißt Konstruktion etwas schaffen und Destruktion etwas zerstören. Und die destruktive. Dann schreiben wir es auch raus. Interferenz ist damit gemeint. Konstruktiv heißt also, hier geht es um Plus und hier geht es um Minus. Die löschen sich bei destruktiv gegenseitig aus und hier überlagern sie sich zum Positiven hin. Sind wir beim Thema Schwebung schon drauf eingegangen? Das ist jetzt nicht das Problem. Ich möchte jetzt eigentlich nur Folgendes machen und zwar werde ich nach altbewährter Art hier auf Videos verweisen und zwar vom WDR. Sehr schöne Sendung, besser kann man es nicht sagen. Da muss ich jetzt hier in diesem Video euch gar nicht viel nerven. Wer möchte, schreibt sich noch ein paar Sachen auf, macht sich vielleicht noch eine Skizze. Eine sehr schicke Skizze ist, wenn ich hier Wellen, wir nehmen mal an, hier sind gerade Wellen entstanden und hier auf der anderen Seite auch, wenn ich die aufeinander zulaufen lasse, hier ist im Moment noch nichts, dann werden sich diese Wellen gegenseitig überlagern und entsprechend sich aufsummieren oder nicht. Hinterher sehen die dann wieder so aus, also wenn sie so aufeinander zulaufen, wird das Bild danach wieder so aussehen, dass hier die ursprüngliche Welle, ich mache das mal hier, die rote, die wird hier wieder laufen und sieht dann genauso aus wie vorher. Hier ist wieder Stille und hier haben wir wieder die nächste Welle. Nehmen wir die als blaue, das wird die dann sein. Also die laufen direkt durcheinander durch. Aber was dazwischen passiert, kann durchaus sein, jetzt mache ich es mal lila als Gemisch, dass hier entsprechend hohe Wellenberge und Täler entstehen. Durch konstruktive und destruktive Vorgänge. Aber zurück dazu. Machen wir ein sehr kurzes Video. Wie gesagt, besser kann man es nicht erklären. Ich mache hier den Verweis hin zu der WDR-Sendung. Da gibt es zwei Teile. Sehr schöne Versuche vorgeführt. Besser kann man es nicht machen. Gibt es bis dahin noch Fragen? Wenn sonst nichts weiter ist, schließe ich das Video ab. Wie gesagt, hier kommt dann der Verweis.